Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Check It Alliance. Unser Charlie-Trupp ist gleich nochmal im Einsatz, nachdem er in der letzten Folge schon kurzen Prozess mit einem Angriffstrupp gemacht hat. Jetzt kommt ein bisschen größerer Trupp mit auch mit 4 abgerichteten Hyänen mit dabei. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie Flay hier sich schlagen wird. Unser neu gewonnener, wie soll man ihn nennen, unser wilderer Killer, der leicht psychopathisch ist, aber hey, dann fühlt er sich ja hier pudelwohl mit Larry in einem Trupp, oder? Ich bin gespannt, wie das noch weitergehen wird. Jetzt gehen wir erstmal rein und verteidigen diesen Sektor. So, die Aufstellzone hier oben war eigentlich ja nicht verkehrt, oder? Ich nehme mal an, die kommen aus der identischen Richtung. Ja, die kommen auch wieder von hier oben. Gehen wir mal kurz Inventar durch. Eventuell... Wir haben jetzt ist Tag, genau. Das heißt, wir wechseln hier mal wieder zurück auf die Helme. Haben wir beim letzten Mal ja auf Nachtsichtgeräte gewechselt, soweit es irgendwie möglich war. Guck mal, die 40% Schadensreduktion, 40% Schadensreduktion, Durchschlagsschutz mittel, Durchschlagsschutz leicht. Das ist besser als das. 50% Schadensreduktion, Durchschlagsschutz schwer. Das ist besser als das. Oh, und die hat halt hier nur 19%. Die müssen wir reparieren, aber solange können wir ihm ja die hier anziehen. Und er hat noch keine Body Armor, da haben wir hier aber auch was rumliegen. Die ist, glaube ich... Gut. Okay, wir haben, haben wir RPG-7 Granaten. Warte mal, welche sind, nee, das sind ja nicht die hier, ne? Das ist Mörser. Wir haben keine Granaten mehr. AE-Rakete, das sind die. Und da haben wir keine mehr. Das ist die letzte. Würde ich ungern jetzt hier zum Einsatz bringen, ehrlich gesagt. Sehr, sehr ungern. NATO-Panzer brechend. Haben wir hier keine Munition mehr für ihn? Standard und Hohlspitz. 5 Schuss Hohlspitz. Na gut. 2 Schuss hat er da noch drin. Das ist natürlich nicht wirklich prickelnd. Wir haben hier keine Handgranaten und so, ne? Sehe ich gerade. Also gut, die hier, die Blendgranaten. Eine Rohrbombe könnte man werfen. Explodiert nach einer Runde oder 5 Sekunden. Das ist halt die Frage, ob das am Anfang reicht. Ich gebe die mal Larry. Komm, wir packen mal. Achso, jetzt habe ich hier keinen freien Slot. Wo ist denn Larry? Ah, der hat hier alles voll mit Zeitzünder. Wir machen mal die. Die kann man explodiert nach einer Runde oder 5 Sekunden außerhalb des Kampfes. Man kann aber auch drauf schießen. Ne? Das geht auch. Und das Ding macht ordentlich Bums hier. 65 Schaden. Das probieren wir jetzt mal aus. So. Halt. Also einsatzlos. Wir gehen auf den Schleichmodus. Schleich now, Ace. Gehen hier ein bisschen ran. Hm? Da kommen sie. Oh, jetzt kommen die. Jetzt kommt der Trupp, geht da runter. Ah, warte mal, da bleiben sie stehen. Wir pausieren.
Wenn wir jetzt Larry nehmen und dieses Ding hier runterwerfen. Außer Reichweite, was? Geht doch hier hin. Was? Warum zeigt er mir denn den Radius an und dann kann er es trotzdem nicht hinwerfen? Hä? Ist ja blöd, oder? Okay, pass auf, dann machen wir was anderes. Dann nehmen wir sie alle nochmal und versuchen hier nochmal wegzulaufen. So, wieder Pause. Nochmal Larry. Komm her, Larry, du musst hier nach vorne. Super secret shadow only I can see. Das wird nichts. Das funktioniert jetzt alles, geht jetzt in die Hose, was ich hier vorhab. Auch wieder außer Reichweite. Ach verdammt. Mann! Ja, gut, okay, es geht los. Und das jetzt ohne irgendwas. Na gut, aber sie kamen näher, ne? Vielleicht können wir sie ja jetzt werfen, die Granate. Dann war es ja gar nicht so schlecht. Guck mal. Wieder außer Reichweite. Jetzt wirft er sie. Heads up, Zombies! Okay, und jetzt haben wir noch Punkte und jetzt können wir. Nee, jetzt schießen wir auf das Ding. Kann er nicht, weil einer davor steht, aber wahrscheinlich könnte es einer unserer anderen. Yes. Vicky. Yeah. Ja. Himmels Willen, ich will nicht hinlaufen, ich will drauf schießen. Hier, auf dieses Ding. Jetzt steht Vicky im Weg halt. Moment, ruhig Blut, was drücke ich denn hier rum? Vicky. I be listening. Huh? Easy pickings. So, jetzt schießt das Ding hier kaputt. That's one dead sap, Ace. Okay. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Dann haben wir auf der Seite jetzt nur noch diese hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Right on, man. Death to the zombies. Alright. Machen wir mal hier so ein Overwatch. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Rest abgeblieben ist oder wo der Rest ist und von wo er kommt. Wir machen aber hier mal ein Overwatch, falls diese Hyänen angestaubt kommen. I do it. Igor. Und Flay. Zug beenden. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel es da unten war. Ah ja, schau mal, da kommt's doch. Tot. Onkel makes me proud to be a Dolphich. Зачем убивать Гену с Чебурашкой? Kurs weiter. Ah, da unten stehen noch zwei. Ah, oh shit, auf die hatte ich.
Okay. Aber das... Glück gehabt. Wir sind dran. Was eine geile. Was ein geiler Zug. Gut, dann würde ich sagen, Ivan. Eigentlich mit Kanonen auf Spatzen. Larry, wie sieht's aus? Komm, nimm den Burschen hier. Let me just make sure I got this pointed the right way. Oberkörper. Kritttreffer. Von wegen hier, Larry ist kein guter Schütze. Jawohl, befördert mir diesen Larry. Und dann gucken wir mal, ob wir den hier erwischen. A simple shot. Auf den Kopf. Das war's. We're moving the party. Okay, haben die irgendwas getroppt? Ja, hier unten. Is there good alcohol in here? Ja, eine Flakweste. Die wir direkt zu Schrott machen und na gut, so eine Rohrbombe, pack sie ein. Ich meine, den Effekt von den Dingern haben wir ja gerade gesehen. Man kann dann drauf schießen, allerdings die hier nur mit 32 Schaden. Diesen komischen Pack, den ich da geworfen habe, der hat schon gut Bums gehabt. 65, das ist eine ganze Nummer besser. Ja, aber das war's dann hier auch schon. Das heißt, wir können diesen Ort verlassen. Wir gehen in die Satellitenansicht zurück. Und sind hier jetzt. Ja, ich will genau dahin. Let's go, guys. Na, hier ist jetzt schon wieder ein Angriffstrupp zusammengestellt. Das ist nervig. Das ist echt nervig. Okay, was wir als nächstes machen, ist mit dem Alpha-Trupp hier diesen Sektor K13 anschauen. Da waren wir nämlich bisher noch nicht. Also das schauen wir uns an in der Taktikansicht. Okay, also einmal gehen wir in den Schleichmodus. Ich hoffe, hier sind jetzt keine weiteren Minen irgendwo. Aber wir haben ja Barry mit dabei in vorderster Front. Bleiben wir erstmal auf der Straße oder gehen wir hier? Komm, wir gehen hier rüber. Gucken uns mal diesen Wachturm da an. Moving up to get the drop on them. Oh, this is worth investigating. Bauteile. It's oh, wir brauchen da mal ein Schlosserwerkzeug. Haben wir hier irgendwas mit? Livewire. Technikcheck erfolgreich. Und zwei Saphire. Die verkaufen wir. They cannot hit what they cannot see. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Wir gucken mal, ob hier oben irgendwas ist. Nö. I will move silently. Going. Still undetected. Ja, scheint hier nicht besonders viel zu sein. Na, hier ist noch mal so ein Camp. Wir haben Kräuter zum einen. Wolf is on the prowl. Easy does it. His plan sucks. Ach, die waren da. Ach, die sind unten. Ich hab gedacht, warum kann ich das nicht anklicken? Alles klar. Eis, dann hol du hier mal die Kräuter weg. Forget you ever saw me. Time to sneak and peek. Hallo? Playing it smooth. Und dann schauen wir noch hier kurz das Lager an. Hier liegen einige Leichen rum, ne? Also moving up to get the drop on. Hier muss irgendwas passiert sein. They'll never see me. Aber bisher keine Hinweise, was hier passiert ist. Let's play hide and go seek, but with live ammo. Und zu finden gibt's ja auch nichts. Außer noch einen Busch mit Kräutern. Moving quietly. Okay. Etwas
Na, guck mal, hier ist. Hier ist ein Massengrab noch. Und hier liegen noch mehr Leichen. Vielleicht finden wir da noch irgendeinen Hinweis. There's no way they ain't gonna see me. Was ist denn hier passiert? Das sind ja das. Das sind Soldaten der Legion. Guck mal, hier steckt in. Irgendjemand hat hier gegen die Legion gekämpft. Ein bisschen Munition. Aber ansonsten nichts. Gut, also dann wieder zurück. Ich sehe gerade, wir haben eine E-Mail. Wir gucken da mal rein, was das ist. Wahrscheinlich Spam. Ah, die Rechnung für Eis. Okay, die Rechnung für Eis. Guck mal. Vertragsdauer 87 Tage, gezahltes Gehalt, eine Belobigung und dann haben wir ihn ja wieder zurückgeholt. Okay. So, ansonsten, ja dann geht's hier eigentlich weiter. Ne? Marschieren wir auf die hier zu. Yes. I wonder what adventure awaits us when we arrive. So, und wenn wir jetzt hier angreifen, haben wir ein Problem. Dann kämpfen wir gegen 16 anstatt. Das ist doof, ne? Wenn ich jetzt aber warte, bis dieser Trupp losläuft, kann sein, dass ich ihn nicht mehr abfangen kann. Wie man es macht, ist jetzt wahrscheinlich verkehrt. Im Idealfall läuft der Angriffstrupp los und läuft genau in unseren Sektor. Aber, naja, das können wir ja nicht. Da müssen wir einfach abwarten, was passiert. Hier oben sind wir angekommen. Der Bravo-Trupp. Und dieses Gelände schauen wir uns jetzt auch noch gemeinsam an. Allerdings sind die Jungs und Mädels erschöpft. Aber einmal drüber über die Karte laufen wir. Here we go. Schleichmodus. Alright, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Hier ist nix, hier ist Kartenende. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Ah ne, hier ist der Hotspot. Like da ist irgendein Lager. Mit einem Schmuggler oder so gewesen sein. Die machen wir kaputt. Nehmen das mit. Plündern hier noch. Now this is why Fidel lost his job. Fernbeziehung erhöht die Treffsicherheit. Wir gucken mal links, wie es aussieht mit der Treffsicherheit. Ich hätte es ja jetzt eigentlich in Fidel gesteckt, dann hätten wir 90 bei ihm. Andererseits, wenn er dann am Ende des Tages geht. Nein, wir lassen es mal Tor lesen. I have visualized my success and feel 79, open to new possibilities. Das Ding zerlegen wir und die Medikamente stecken wir logischerweise ein. Wie lange hat er jetzt noch Vertrag, Fidel? Immer noch ein Tag. Das heißt, im Zweifel kann ich den Trupp jetzt noch mal ein paar Stunden ausruhen lassen. Ja, aber denn, sie verlieren diesen Malus erst, wenn sie 12 Stunden lang nichts tun. When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. Hm. Also hier so, ansonsten ist hier nichts, ne? Das ist ja sehr überschaubar. Das heißt, wir gehen zurück und ruhen hier tatsächlich mal 12 Stunden aus. Sehe ich irgendwo genau, wann Fidel ausläuft? Oh, hier schon. Ein Tag, 8 Stunden. Das ist aber gut. Das heißt, wir haben ihn noch 22 Stunden oder so, wenn wir 20 Stunden. Nee, 22 war schon.
Wie lange müssen wir? Doch, 12 Stunden müssen wir ausruhen. Ja, dann sind es 20. Das reicht aber dann, um Landsbach anzugreifen, noch mit Fidel. Von daher, zack. Und jetzt sind wir hier unten mit der Feindpräsenz, mit unserem Alpha-Trupp. Ich guck mal auf die Uhr, ob wir das jetzt noch spielen. Ah, komm, gehen wir rein, kämpfen. Fabrikruinen, klingt interessant. Okay, wir haben keine Infos, nur eine Einsatzzone, also da bleibt nicht viel. Wir gucken es uns trotzdem mal vorher an. Ein Raketenträger, hier, oh Gott, da liegt eine Leiche im Fluss. Nee. Sah gerade von oben so aus, als hätte er irgendwie so Betonfüße. Aber das sind, glaube ich, Stiefel. So. Gebäude. Hier drüben ist ein Plünderer. Okay, ja, dann. Ich würde sagen, wir fangen hier drüben mal an. Vielleicht können wir uns irgendwie an diesen Raketenschützen ranschleichen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal logischerweise in den Schleichmodus und gucken mal hier kurz durch. Wir haben hier keinen Schalldämpfer drauf bei Barry. Meltdown. Hä? Sag mal, was ist denn hier los? Auch kein Schalldämpfer? Jetzt schon. Jetzt schon. Kriegen wir bei Barry auch einen drauf. Ja, das, den will ich eigentlich nicht. Fehlgeschlagen. Nochmal. Fox. Da haben wir den Unterlauf-Granatwerfer. Hier haben wir allerdings einen Schalldämpfer drauf. Livewire ist auch ein Schalldämpfer drauf. Und bei Ice ebenso. Gut. Dann gucken wir, dass wir die irgendwie einzeln. Wir schleichen mal mit Ice hier rüber. Gucken wir mal diesen Raketentypi da. Good thing I brought my sneaks. Wobei das Ding halt sehr laut ist. Ne? Es steht hier da. Boah, wir gehen mal weg. Haben wir irgendwas, was hier leiser schießt? Keeping it low and slow. I will try to become hard to see. Hohe Crit-Chance. Wir probieren es vielleicht mal mit. Wir probieren es mit Barry. Going, still undetected. Moving quietly. Oh, da ist irgendwas, eine Sprengfalle hier in dem Bus oder in dem Fahrzeug. Moving quietly. Going, still undetected. Der macht die Hunde, der pinkelt hier hin. Unger. What? Good odds of killing enemy without detection. Try to become hard to see. Beim Pinkeln erschossen. Wie bitter ist das? okay, aber dann haben wir den ersten und dann können wir doch eigentlich, warte mal, wenn wir. Going. Still undetected. Ja, eigentlich kann ja Barry, ist ja der Sprengstoffexperte. Device disarmed with precision. Ein volles Gedeck hier. Das nehmen wir gerne mal mit. Schauen wir mal, was. So, Barry selbst braucht es nicht. Wobei, halt mal, ich sehe gerade wieder. Machen das. Zerlegen den hier. Haben wir sonst wieder irgendwo Nachtsichtgeräte ausgerüstet, wo wir es nicht brauchen? Nee. Okay.
forget you ever saw me. So, wollen wir den? Komm, den erschießen. Achso, den könnte man ja auf die Beine schießen. Das bringt ja nichts. Das ist ja Quatsch. Nee. So, dann, was haben wir hier für eine Falle? Better to go unnoticed, yeah? This plan sucks. There's no way they ain't gonna see me. Wie viel Gegner waren es? Was waren es? 7? Wolf is on the prowl. Die stehen halt hier schön einzeln, ne? This is always the best way to do things. Oh. I do not know what it is, but we should probably take it just in case we need it. Okay. This sneaky shit ain't my style. Rather do it face to face. Can see the fear in their eyes. Tot? Looks like some chumps are coming around. Ah, die anderen haben jetzt doch was. Ne, der hat was mitgekriegt hier. Der Bursche hat was mitgekriegt. They'll never see me. Okay, aber Fox hat keinen Schalldämpfer drauf. Jetzt muss ich nochmal reingucken. Bei Fox haben wir hier einen Schalldämpfer drauf. Ja. Das heißt, wir können die Waffe wechseln. Und können es hier noch mit einem lautlos Kill probieren. Wenn wir den. Ja, wenn wir den töten, müsste wieder Echtzeit sein. Passt. Das heißt, wir haben jetzt 3 erledigt. Und dann holen wir uns jetzt den Rädelsführer. Hä, wo ist denn der? Ach, ist der in der Ebene? Ach, der steht da oben im Gebäude. Dann holen wir uns erstmal den hier. Was ist jetzt? Warum? Was hat der denn jetzt? Warum? Hallo? Hä? Warum hat der eigentlich ein Ausrufezeichen? Was sieht der? Was sieht der? Und warum hat er das so lange? Normalerweise müsste der doch längst Alarm schlagen. Ist das verbuggt? Das ist verbuggt. Jetzt ist es weg. Komisch. Also normalerweise, wenn einer so lange ein Ausrufezeichen hat, dann ist er alarmiert, dann geht es eigentlich zur Sache. Wir knallen den hier. Bevor wir jetzt anfangen hier zu plündern. So. Wolf. Das Ding war sehr laut. Das Ding nicht. Also, Fox. Nächster weg. Und dann holen wir uns den Burschen da hinten. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Tretmine entdeckt. Fuck. Shit. So schön sneaky bis hierhin. Jetzt laufen wir in eine Tretmine rein. Wie dämlich ist das denn? Verdammte Axt. Yo. Na gut, Wolf. Get ready for a wolf bite, baby. Dann möchte ich den da hinten, wenn irgendwie möglich. I would not blame myself if I were you. Okay. This one's going down like a prom queen. Hello there. I really think I'm getting the hang of this. Oh. Okay, jetzt haben wir natürlich die Typen hier am Hals. Okay, kriegen wir sie noch abgelegt? Nein. The hell you want. Meltdown und Fox. Can someone deal with this trap? This won't hurt a bit.
Ich kann ihm auf den Kopf schießen, aber das ist mir hier eigentlich eher ehrlich gesagt zu heiß. Guck mal, wir kommen mit einer Gratisbewegung bis darüber. Got a clear shot here. Okay, auch weg. I just blew one away. Das heißt, jetzt können wir entweder mit Meltdown können wir es jetzt entweder hier noch probieren auf ihn oder wir probieren es auf ihn. Do I look like a magician? Nee, dann probieren wir den hier noch auf den Kopf. 103. Wunderbar. Okay, Eis ist hier drüben. Hier war mindestens auch noch einer. Das heißt, wir gehen hier mal so ein bisschen ran. Da steht er und die beiden haben noch keine Ahnung, was Phase ist. Ja, Barry, ich könnte versuchen, jetzt ihn zu erschießen, aber es ist mir eigentlich zu weit. Und dann, nee, Zug beenden. Okay, der streut doch sehr breit. Ja, ich glaube, wir hätten hier weitestgehend unentdeckt aufräumen können und zwar wahrscheinlich so wirklich die halbe Karte die komplette Karte. Das ist jetzt echt ärgerlich gewesen. Ah, Scheiße, jetzt muss er weg. Okay. Na, jetzt schlägt der Alarm. Verdammt. Oder? Hat der andere... Ja. Ah. Okay, dann müssen wir mit Barry, können wir uns noch ablegen? Nein, aber wir können mit Ice. Oh, der hat ihn schon anvisiert. Ui. Ui, ui. Ui. Houston, jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem, ne? Ich hoffe, wir kriegen den hin. Heimliches Töten. Oberkörper reicht. Sehr gut. Und ablegen. How can I assist? The hell you want? Dann schauen wir hier drüben. Meltdown. Damn, I hope there's a lot of blood. Nehmen wir uns den Burschen vor. Oh, I'm wounded. Auch gut. Wir bräuchten noch ein. Warte mal, wo war denn der andere? Der andere war hier irgendwo auf dem Dach, oder? Aber das war. Ich glaube, der hat nur ein Messer. Don't tease me. Anything for you. So, probieren wir von hier. I could do this blindfolded and tied up. Es ist zwar weit, aber got him. Ja, schaffen wir. Und weg ist er. Gut. Of course. Dann hier rüber. Yo. Wolf hier hin und wir machen hier mal einen Overwatch mit ihm. Achso, wobei, mit so einem engen Overwatch macht hier fast keinen Sinn, ne? Oder? Ich glaube nicht. Wir bleiben hier mal sitzen. Hello there. Livewire. The hell you want? Wir verarzten Livewire mal, der hat am meisten abgekriegt von der Sprengfalle hier. Gut. Wir wenden den Zug. I want you to know that I sincerely believe you are my best friend. Ja, okay, 8 Schaden unterdrückt, ist ärgerlich, aber das stört nicht, denn hier macht jetzt eigentlich Eis den Rest. Oberkörper. Reicht. Gut. Und ich habe jetzt zwar nicht mitgezählt, Leute, aber ich glaube, es ist nur noch einer oder zwei. Die waren hier im Gebäude. Don't tease me. If you think it's a good idea. Yo. Wir verarzten hier mal weiter. Also sie sich selbst jetzt. Hello there.
Meltdown. So bossy. Ich hoffe, hier liegen nicht noch mehr. What's the plan, Chief? You got it. Okay. Ich denke, den Kampf ziehen wir jetzt durch in der Folge. Oh, da ist noch eine, noch eine Tretmine entdeckt. Wo? Nö. Oh, schau mal, da läuft uns tatsächlich einer rein. Das hat ja wunderbar geklappt hier mit dem. Also, dass er einen Stock höher kommt, damit habe ich, dass wir da den Overwatch mit abdecken. Hätte ich nicht erwartet. Oh, da liegt eine Tretmine, schau mal. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Barry Unger. Livewire hier. Fine. Okay, pass auf, wir machen hier noch einen Overwatch. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. Du kannst hier vorlaufen. How can I assist? Barry können wir auch in Schleichmodus bringen und gehen wieder ran, weil auf der Seite hier oben müsste eigentlich noch oder hier müsste noch einer sein. Ich weiß nicht, ob das da ist er. Okay. Der ist noch nicht aktiv. Das heißt, ich bringe jetzt Fox hier rein. You sure there is any better than here? Und dann machen wir wieder ein Overwatch. Das ist ein Messer-Typi. Der muss ja eigentlich kommen. Und mit Wolf machen wir auch mal irgendwie sowas. Okay, dann sollte man das eigentlich in der nächsten. Oh, boah, schon wieder eine Tretmine. Leute, haben wir hier Glück gehabt mit den Tretminen, gell? Hätte uns jetzt schon wieder erwischen können. Ich beende mal den Zug. Ah, der kommt da runter. Glück gehabt. Extremes Glück gehabt, dass er hier keine Offensivaktion mehr gemacht hat. Jetzt ist er halt tot. Oder? I truly believe this is why girls make the best soldiers. So, und das ist der letzte. Still undetected. Und wenn wir dem jetzt. Good odds of killing enemy without detection. Ah, nicht auf den Oberarm. Forget you ever saw me. Kriegen wir den? Ne, noch nicht. Komm, wir gehen noch näher ran. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch für den letzten Schuss. Das Plündern. Oh, wir gehen Türen. Ist er doch nicht alleine? Ist das doch nicht der letzte? Da ging, glaube ich, gerade eine Tür. Wir probieren's. 54, schwach. Er läuft und jetzt kann hoffentlich Barry den finalen setzen. I have good odds of hitting enemy. Wie? Okay, tot ist er. Und war es der letzte oder war es nicht? Er war es nicht. Da oben ist noch einer. What's the plan, Chief? Aber den blasen wir jetzt den Schädel weg und wir sind in Echtzeit, aber das war's noch nicht. Das heißt, eben stand da, es sind noch Feinde im Sektor. Dann sehen wir uns in der morgigen Folge nochmal wieder. Bis dahin, Leute, haut rein.